Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food-Video. Woo! Heute bekommt ihr ein Video, was vollgepackt ist mit vielen kleinen Rezeptinspos. Aber wenn ihr euch irgendwas thematisch wünscht, wie zeig mal nur Desserts, Shanti, oder zeig mal, wie du eine Woche lang nur Reisgerichte isst, oder, auch immer, oder nur Frühstücksrezepte zeigst, oder Rezepte, die man unter 15 Minuten machen kann, oder wie auch immer. Ich bin dafür alles offen, also schreibt mir, falls ihr Wünsche habt, an mich das alles gerne mal in die Kommentare. Und jetzt gibt es aber ein Video, was voll mit kleinen Food-Inspos ist. Und ja, ich hoffe, dass was für euch dabei ist und wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß. Food Diaries, Rezepte, Kochen, Backen. Lecker und vegan mit Shanti Tan. Lecker. Herzlich willkommen zum Start dieses Food-Videos. Wir beginnen mit einem locker flockigen Kartoffelsalatrezept. Dieses Rezept haben wir früher zu Hause in der Familie immer gemacht, beziehungsweise so oder so ähnlich. Ich hatte das, bevor ich das hier aufgenommen habe, ein paar Tage vorher bei einem Grillfest eigentlich genau so gemacht. Und ich glaube, ich hatte da andere Kartoffeln. Ihr braucht nämlich unbedingt festkochende Kartoffeln. Ich habe es nämlich bei einem Lieferservice, Supermarkt-Lieferservice bestellt. Und da stand in der Beschreibung nicht, ob die jetzt weichkochen sind, mehlig kochen sind, hart kochen sind. Die schält ihr dann, wascht sie nochmal und gebt sie dann mit Salz und Wasser in einen Topf und lasst das Ganze dann kochen, bis die eben gar sind. Und dann könnt ihr in der Zwischenzeit Zwiebeln schneiden. Ihr könnt eigentlich so viele nehmen, wie ihr wollt. Ich habe zwei genommen und dann auch noch zwei Knoblauchzehen geschnitten. Bei mir dürfen auf jeden Fall Gewürzgurken nicht fehlen. Ich finde, das ist mit das Wichtigste. Wenn eure Kartoffeln dann fertig sind, könnt ihr sie etwas abkühlen lassen und dann in eure gewünschte Form schneiden. Passt auf jeden Fall auf, die sind sehr heiß, also verbrennt eure Finger nicht. Und die kommen dann in eine Schüssel zusammen mit den Zwiebeln, mit dem Knoblauch, mit euren Gewürzgurken. Und dann kommt das Dressing und da kommt eine Menge rein, also eine Menge Gemüsebrühe, Öl, etwas Essig. Ihr könnt auch ein bisschen was von dem Gurkenwasser nehmen tatsächlich. Das gibt auch noch mal so ein bisschen mehr Aroma. Und ein bisschen Agavendicksaft. Senf, ich liebe Senf und das kommt dann einfach alles drüber. Ihr könnt anstatt Agavendicksaft übrigens auch Rohrzucker nehmen. Das dann noch einmal salzen und pfeffern. Und das sieht jetzt nach sehr viel Dressing aus, aber eigentlich zieht es dann so richtig in die Kartoffeln ein und dann habt ihr auch keine Flüssigkeit mehr übrig, sondern das ist wirklich alles in die Kartoffeln eingezogen. Ich habe jetzt hier noch Schnittlauch dazugegeben, das war ein bisschen viel, aber das ist auch sehr lecker. Beim letzten Mal hat es auch perfekt geklappt und sonst geht es auch immer richtig gut. Ich weiß nicht, ich war ein bisschen traurig, weil es bei mir irgendwie dieses Mal nicht so gut geklappt hat. Und das gerade war, als ich es halt für euch aufgenommen habe. Aber eigentlich solltet ihr dann keine Kartoffelsuppe haben, sondern halt einen richtigen Kartoffelsalat, der richtig, richtig gut schmeckt und viel geiler ist als diese Kartoffelsalate mit 10 Tonnen Mayo drin. Ich habe bis jetzt noch keinen guten veganen Mozzarella gefunden. Ich habe, glaube ich, auch erst zweimal einen ausprobiert, aber das hat mir dann schon gereicht, dass ich erstmal ein bisschen Pause davon brauchte. Ich habe mir dann doch gedacht, ich gebe diesem hier nochmal eine Chance. Ich weiß gar nicht, ob ich den davor schon probiert hatte. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich zwei Scheiben Toast getoastet, ein bisschen Olivenöl drauf, den veganen Mozzarella und Tomaten. Und ich kann euch eigentlich jetzt schon mal sagen, dass in dieser Kombi, wie ich den Mozzarella gegessen habe und mit meinen nicht vorhandenen Erwartungen, die ich nicht hatte, nee, die ich hatte, war es echt ganz lecker. Also ich habe dann noch so ein bisschen Balsamico drauf gegeben und aufs andere, das kam überhaupt nicht schön raus, der Balsamico, und aufs andere Brot, mein liebstes Brottopping. Und in der Kombi war es wirklich richtig gut. Wir kommen zu einem weiteren Brotrezept. Dafür habe ich erstmal eine Aubergine in Scheiben geschnitten. Mich interessiert, ob ihr Aubergine mögt und wenn ja, wie zubereitet, weil ich finde, das ist immer so ein Top oder Flop mit eine Aubergine. Ich mag Aubergine, aber ich muss mich schon ein bisschen mental darauf vorbereiten, wenn ich Aubergine esse. Auf jeden Fall habe ich die erstmal gesalzen. Das soll die Bitterstoffe entziehen. Ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht, ohne das zu salzen. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Unterschied geschmeckt habe, aber ich mache es meistens mit. Und dann habe ich so eine Mehl-Milch-Mischung zubereitet, habe dann noch so ein bisschen Knoblauchpulver reingegeben, Salz, Pfeffer und geräuchertes Paprikapulver und das alles zusammengemixt, bis es ungefähr so aussah. Dann habe ich die Flüssigkeit, die durch das Salz aus der Aubergine gezogen wird, einmal mit einem Tuch so ein bisschen entfernt, dann in die Mehlmischung gegeben und dann in Panko-Mehl. Das heißt es Panko-Mehl, weil es ist eigentlich überhaupt gar kein Mehl, das ist eigentlich Panko-Brösel. Also so ein bisschen wie Paniermehl, nur anders. Und das habe ich dann in der Pfanne frittiert, bis es so aussah. Es war sehr krossbraun, aber es war auf jeden Fall lecker. In einem Minimixer habe ich dann Basilikum mit Pistazien und Olivenöl und veganem Parmesan zu einem Pesto quasi gemixt.
Ich habe da noch ein bisschen mehr Spinat, Basilikum dazugegeben und ein bisschen Salz. Ihr könnt auch getrocknete Tomaten dazugeben, ist sicher auch lecker. Und dann hatte ich quasi so ein kleines Pesto. Dann habe ich zwei Scheiben Toast getoastet, die mit Hummus und dem Pesto bestrichen. Dann kam die frittierte Auberginenscheibe drauf, Tomate und Gurke und eine Scheibe Salat. Und dann hat man ein richtig leckeres Sandwich. Falls ihr mal Lust habt auf ein etwas anderes Brot, dann probiert das gerne mal aus. Yummy. Oh, das schmeckt so gut. Dann habe ich mir einen Snack gemacht, den ich so lecker finde. Oder eine Vorspeise, wie auch immer. Das kann man als Snack oder Vorspeise essen. Und zwar Artischocke. Und ihr trennt dafür einfach den Strunk unten ab. Und manche Leute trennen auch noch das obere Drittel ab. Aber ich habe das jetzt einfach nicht gemacht, weil bei mir klappt es auch gut, wenn ich das nicht mache. Und dann koche ich die einfach in gesalzenem Wasser mit einer halben Zitrone drin, damit die nicht braun wird. Und parallel habe ich mir dann einen kleinen Dip gemacht mit veganem Creme Fraiche, ein bisschen Weißweinessig und ein bisschen Tomatenmark. Dann kommen da noch Gewürze dazu, also ein bisschen Knoblauchpulver, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer wahrscheinlich auch. Und dann habe ich abgeschmeckt und noch ein bisschen Agavendicksaft und Senf dazu gegeben. Also ich habe da einfach wirklich irgendwas ausprobiert und es war richtig lecker. Und nach 20 Minuten habe ich dann die Aubergine, die Schocke einmal gewendet und dann weitere 20 Minuten kochen lassen. Und dann sollte sie eigentlich ready sein. Und ich finde, das sieht so fancy einfach aus. Ich liebe es, Artischocke mir zu machen, weil das einfach, es macht einfach Spaß. Es sieht so schön aus und es macht mega Spaß, die zu essen. Ihr nehmt euch nämlich so ein Blatt, dippt es dann rein und dann beißt ihr quasi nur den unteren Teil des Blatts mit euren Zähnen ab. Also ihr zieht das so ein bisschen runter, ihr beißt es nicht ab, sondern ihr zieht das mit den Zähnen runter, das Fruchtfleisch. Ihr könnt es auch mit einem ganz simplen Dip machen, zum Beispiel Öl und dunklem Balsamico, das schmeckt auch lecker. Und am Ende sieht das Ganze ungefähr so aus. Es ist dann immer ein kleines Schlachtfeld und dann, wenn ihr zum Herz gekommen seid, könnt ihr das noch so abschneiden, bis ihr wirklich zu diesem inneren weichen Teil kommt. Und das ist das Beste, das ist so richtig schön fest und weich und schmeckt einfach richtig lecker. Ja, das ist immer ein kleines Festmahl. Es folgt ein weiteres Brotrezept, geschnittene Baguette-Scheiben in der Pfanne geröstet mit Olivenöl und dann in einer weiteren Pfanne, auch in Olivenöl, Knoblauchscheiben angebraten oder auf niedriger Stufe angebraten, nur dass sie so ein bisschen ihr Aroma entfalten, aber nicht anbrennen. Und dann kommen dazu eingelegte Paprikas. Die müsst ihr dann noch salzen und dann jeweils einmal wenden. Und dann nehmt ihr eure gerösteten Baguette-Scheiben und ihr bestreicht mit Frischkäse und dann kommen da die eingelegten Paprikas drauf. Es ist so simpel, aber es ist eines der leckersten Dinge, die man essen kann. Ich habe das Gefühl, ich sage es zu allem, aber es ist wirklich richtig lecker. Da noch Pfeffer drauf und das war's. Basilikum schmeckt übrigens auch ganz gut dazu. Oh Gott, ich merke gerade, das ist mir beim Schneiden einfach nicht aufgefallen. Ich merke gerade, dass jetzt noch ein Brotrezept kommt. Ich weiß gar nicht. Das ist mir so unangenehm. Ist es mir wirklich einfach nicht aufgefallen. Egal. Ein weiteres Brotrezept. Dafür habe ich zwei verschiedene Arten von Tomaten geraspelt. Einmal günstige Tomaten. Das hier ist die günstige Tomate. Und davor hatte ich teurere Tomaten geraspelt. Einfach weil ich gucken wollte, lohnt es sich jetzt wirklich die teureren zu kaufen oder tun es die günstigeren auch? Ich finde allein schon bei der Farbe interessant. Die rechts sind die teureren und die links sind die günstigeren gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Nein, ich täusche mich nicht. Na, auf jeden Fall habe ich da ein bisschen Salz und Olivenöl reingegeben und dann noch Basilikum so aufgerollt und dann auch noch geschnitten. Das kam auch noch dazu. Dann habe ich das einmal vermengt und dann Brot geschnitten. Ich liebe solches Brot, was von außen kross ist und innen weich. Ich finde, das ist einfach richtig lecker. Und das habe ich, oh Gott, das habe ich dann in der Pfanne geröstet. Es tut mir so leid für alle, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Wirklich, mir ist es nicht so bewusst gewesen. Naja, auf jeden Fall, die Scheiben habe ich dann geröstet und dann mit Knoblauch, also ich habe dann Knoblauch auf die Brotscheiben gerieben, damit die so ein bisschen Knoblaucharoma bekommen. Dann habe ich auf die linke Seite die günstige Tomatenmasse gegeben und auf die rechte Seite die teure Tomatenmasse. Dann beides probiert und ich muss sagen, dass ich beides eigentlich gleich lecker fand tatsächlich. Also die rechts sehen natürlich schöner aus, aber die günstige Tomatenmasse hat mir eigentlich genauso gut geschmeckt. Okay, jetzt habe ich was für alle, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Und zwar ein ganz simples Rezept, was man so als Beilage machen kann oder als Vorspeise oder
auch als Hauptspeise, wenn ihr davon satt werdet. Und zwar habe ich einfach Champignons, ich liebe ja Pilze, ich kann alles mit Pilzen essen. Ich habe die einfach so ein bisschen ausgehöhlt und dann das Innere in eine Schüssel gegeben, also nicht wegschmeißen. Die Stiele habe ich dann auch klein geschnippelt, genauso wie, ich glaube, 2 Zehen Knoblauch. Den habe ich so fein wie möglich gehackt. Und dann kam alles zu den Innereien der anderen Pilze dazu. Alles einmal durchgemixt. Dazu kam dann noch ein bisschen Schnittlauch und Petersilie und ein wenig Creme fraiche. Und das habe ich dann so lange gemixt, bis ich mit der Konsistenz zufrieden war. Habe dann auch noch gesalzen und gepfeffert und dann noch ein bisschen mehr Creme fraiche dazu gegeben. Und dann noch veganen Käse, damit es ein bisschen cremiger und cheesiger wird. Und ja, die Füllung kam dann einfach in die Pilze. Ich hatte noch was von dem Tomatenpüree, was ich für die Baguettes gemacht hatte, übrig. Das habe ich einfach draufgegeben, um es zu verwerten. Hat noch so einen leicht fruchtigen Touch gegeben. Und dann habe ich Dinkelpaniermehl mit veganem Parmesan gemixt für so eine ja, leicht krosse Kruste. Ich finde, das passt irgendwie ganz gut zu diesem cremigen, dass man noch so ein bisschen was anderes an Konsistenz hat. Und das habe ich dann gebacken, bis es so aussah. Ich denke ungefähr eine halbe Stunde bei 180 Grad, aber schaut einfach, bis es so aussieht. Dann ist es fertig und dann habt ihr ein richtig leckeres Essen. Ich weiß nicht, was mit diesem Video los ist, aber jetzt kommt noch ein Pilzrezept. Ich habe euch das auch schon mal gezeigt, aber hier nochmal ein kleiner Reminder oder eine Inspo für die, die es noch nicht kennen. Es schmeckt einfach richtig gut. Und zwar Kräuterseitlinge, die könnt ihr in Scheiben schneiden oder längs schneiden, wie ihr wollt. Und dann ritzt ihr die nochmal so ein. Ich mache das ganz gerne mit so einem Karo-Muster. Und wenn ihr das gemacht habt, kommen die eigentlich einfach nur in eine heiße Pfanne mit Öl. Ihr seht, dass die Kräuterseitlinge sofort dieses Öl aufsaugen. Aber das wird, wenn die so ein bisschen durch sind, wieder zurückgegeben in die Pfanne von den Kräuterseitlingen. Also ihr müsst nicht übertrieben viel Öl nehmen, weil sonst schmecken die sehr fettig. Sondern ihr seht, so ein bisschen Flüssigkeit wird wieder abgegeben von den Pilzen. Aber ihr könnt dann trotzdem, falls ihr auch ein bisschen mehr Öl brauchtet, die dann nochmal so auf ein Tuch legen zum Absorbieren des Öls. Und dann ist das Snack auch schon fertig. Ich salze dann immer nochmal und hier habe ich auch nochmal Tomate drauf gegeben. Aber das ist wirklich super, super lecker. Viele sagen auch, dass es ein bisschen an Jakobsmuschel erinnert. Ich glaube, ich habe noch nie Jakobsmuschel gegessen. Aber ich weiß einfach, dass es mir sehr, sehr gut schmeckt und dass ihr das alle ausprobieren solltet. Dann habe ich Apple Crumble gemacht und ich mache sowas immer voll gerne irgendwie Freestyle, weil man da eigentlich gar nicht so viel verkehrt machen kann. Und zwar habe ich erstmal 5 Äpfel geschält. Die sind übrigens von unserem eigenen Apfelbaum und das waren die besten Äpfel, die ich dieses Jahr gegessen habe. Und der Apfelbaum ist noch so ein richtiges kleines Baby. Der besteht gefühlt aus 3 Mini-Ästen und der hat so richtig fleißig gefühlt so 12 Äpfel produziert, die richtig groß geworden sind und die ultra lecker waren. Auf jeden Fall habe ich die erstmal geschält und klein geschnitten und dann mit Zimt und Nelke und Zitronensaft und ein bisschen Kardamom gemixt. Ihr könnt da wirklich die Gewürze nehmen, die euch zusagen. Also wenn ihr Zimt nicht mögt, könnt ihr das auch weglassen. Die Apfelschale habe ich dann quasi wie einen Tee gekocht. Das war echt lecker. Das war dann so ein heißes Apfelwasser. Und für die Crumbles habe ich dann gemahlene Haselnüsse genommen. Ich nehme voll gerne gemahlene Nüsse, weil das dann einfach noch ein bisschen gesünder ist und auch einen ganz leckeren Touch gibt, finde ich. Und dann kam noch Mehl dazu und brauner Zucker, Vanillezucker und ein bisschen Backpulver, eine riesige Portion Zimt und wieder ein bisschen Kardamom und ein bisschen Nelke. Ich mag Kardamom richtig gern, das ist irgendwie ein cooles Gewürz. Und dann habe ich noch vegane Butter dazu gegeben und dann so lange alles verknetet, bis ich einen Teig hatte. Und dadurch, dass ich ja so Crumbles haben will und es dann ein bisschen zu fest war, habe ich einfach noch ein bisschen mehr gemahlene Haselnüsse dazugegeben und auch noch ein bisschen mehr Mehl, bis ich die Konsistenz hatte, die ich mag. Ich kann euch aber meine Mengenangaben auch nochmal in die Infobox schreiben, die ich letztendlich dann genommen habe. Und dann ist das Ganze auch schon ready für die Backform. Ich habe die Äpfel in die Backform gegeben und dann noch so Marzipanmasse oben drüber gestreut. Das war richtig lecker. Also falls ihr Marzipan mögt, probiert das gern damit mal aus. Ich finde, das gibt nochmal einen ganz nicen Touch. Dann kamen die Crumbles drüber und dann hatte ich auch noch oben drauf Marzipan gegeben. Das würde ich euch eher nicht empfehlen, weil der verbrennt. Also der ist sehr schnell sehr braun. Ich habe den dann runtergemacht, damit es schön aussah, habe die dann so gesnackt, aber es war schon so leicht an der Grenze. Ja, auf jeden Fall ist das dann euer Apple Crumble. Das mit Vanille, also ich sag's euch, es ist einfach ein Träumchen. Sehr deliziös.
Okay, jetzt habe ich ein weiteres Freestyle-Rezept für euch, aber es war ultra lecker. Und zwar nehmt einfach alte Kekse. Ich hatte jetzt hier die noch übrig und wusste, dass ich die wahrscheinlich nicht in der nächsten Zeit alle aufessen werde und wollte nicht, dass sie weich werden. Deswegen habe ich mir gedacht, machst du irgendwas damit? Auf jeden Fall nehmt einfach irgendwelche Kekse, macht die klein, ob ihr das jetzt in einem Mixer macht oder so wie ich, ein bisschen umständlich mit einem Kochlöffel ist euch überlassen. Dann kommt vegane Butter dazu, geschmolzene, fangt mit weniger an und testet erstmal die Konsistenz, bevor ihr zu viel Butter nehmt und dann zu wenig Keks habt. Ich habe das dann einmal alles durchgerührt und die Konsistenz sollte so sein, dass ihr es schön festdrücken könnt. Ich habe das Ganze in einer Kuchenform gemacht, habe das vorher mit Backpapier ausgelegt, damit ich das dann rausheben kann. Und das kam dann in den Kühlschrank zum Abkühlen. In der Zwischenzeit habe ich Cashews klein gehackselt. Das war dann so eine Mischung zwischen Cashew-Stückchen und Cashewmehl. Aber ich wollte irgendwas, was noch so ein bisschen Crunch gibt oder ein bisschen interessant noch da drin ist. Die ausgehärtete Keksbuttermasse habe ich dann mit Erdnussmus bestrichen. Und dann kamen die Cashews obendrauf. Das habe ich dann noch so ein bisschen festgedrückt. Das kommt dann nochmal in den Kühlschrank, damit das einmal aushalten kann. Und dann könnt ihr geschmolzene Schokolade drüber geben und das einmal verstreichen. Ihr merkt ja schon, in welche Richtung das geht. Ich hatte dann noch Cashew-Zeug übrig und habe das auch drüber gestreut. Das dann nochmal in den Kühlschrank gegeben und dann war es fertig. Dann konnten wir das einmal anschneiden. Und dann habe ich mir so, ja, Keks-Schokorie gemacht. Die sind nicht gesund oder so, aber die sind ultra lecker. Ultra, ultra lecker. Und das war's auch schon. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ihr was nachmacht, schickt mir gerne Fotos auf Insta oder wo auch immer. Oder schreibt mir einfach. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, schreibt eure Wünsche in die Kommentare. Bis dann. Ciao.